meinem Kanal. Mein Name ist Niklas und ich freue mich wie immer, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe euch vor ein paar Videos nach Fragen für mich gefragt und ich habe tatsächlich ein paar bekommen und heute möchte ich einfach auf diese Fragen eingehen in diesem Video, sie beantworten, vielleicht auch etwas darüber sprechen, aber erstmal einfach nur beantworten und ja. Ich würde sagen, wir starten auch schon mal direkt mit der ersten Frage. Welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir? Tja, ich habe nicht wirklich ein Lieblingslied. Ich höre einfach oder meistens einfach Charts. Und bedeutet für mich einfach so, dass ich komplett abschalten kann, relaxen kann. Einfach an nichts anderes denken, sondern einfach mich komplett gehen lassen, in die Musik hineinfühlen. So, für das höre ich einfach Musik, einfach um locker zu werden. Ja, somit kommen wir auch schon zur zweiten Frage, obwohl können wir bleiben, gerade bei der ersten. Und zwar, was bedeutet euch Musik? Schreibt es einfach unten mal in die Kommentare. Warum hört ihr Musik? Denkt euch mal eine gute Frage für das Publikum. Okay, Frage Nummer 2. Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Okay, also das ist so, dass ich würde einfach mal sagen, ich bin hilfsbereit, vielleicht irgendwo selbstsicher und natürlich total unsympathisch. Ja, ich denke, das sind so die drei Worte. Mir noch was dabei. Frage Nummer 3. Bist du abergläubisch bzw. glaubst du an Geister, Verschwörungstheorien oder Außerirdische? Also ich würde einfach mal sagen, ich bin nicht abergläubisch oder denke auch nicht an solche Sachen. Wobei, wenn wir sagen, dass wir denken daran, dass noch weitere Geschöpfe in unserer Galaxie irgendwo vorkommen oder irgendwo sind, leben, da denke ich schon, dass es sein könnte, aber ich bin nicht wirklich vernarrt darin oder ich muss mich nicht unbedingt fixieren auf diese Aussage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo noch was ist. Okay, Frage Nummer 4 und somit die letzte Frage für heute und für dieses Video. Und zwar, wie soll dein Leben in 10 Jahren aussehen? Okay. Das ist eine Frage, die eben gleich etwas länger funktioniert. Und zwar in 10 Jahren bin ich zwar mit der Universität in dem Sinn fertig, aber ich bin noch in der Fachausbildung zur Humanmedizin, zum Kinderarzt. Und da sehe ich mich hier irgendwo als Assistenzarzt am Arbeiten in der Ausbildung natürlich. Allerdings möchte ich natürlich meine eigene Wohnung haben oder eigenes Haus, wobei ich das nicht denke, aber eigene Wohnung. Natürlich möchte ich weitermachen mit euch, mit YouTube, aber nicht nur so, sondern auch weitermachen mit Kurzfilmen, bis dahin vielleicht schon professioneller, größer, wer weiß, wie schnell es funktioniert. Vielleicht höre ich auch komplett auf mit YouTube, weil ich noch nicht hoffe, aber man weiß ja nie, was daraus wird. Dann möchte ich auf jeden Fall nur weiter vielleicht in diese, einfach noch mehr Equipment, euch noch mehr einbinden, vielleicht haben wir bis dahin auch schon eine größere Community, einfach mehr Publikum. Es würde mir sehr viel Spaß machen, einfach mit einem Publikum, das mehr mit mir macht, das gerade in die Kommentare mehr schreibt, mehr auf meine Videos eingeht. Vielleicht eben, wenn ich solche Videos stelle, dass ihr noch eine Frage stellen sollen zu oder Fragen über mich oder zu einem Film oder so, dass da einfach ein bisschen mehr kommt, weil bisher habe ich genau diese 4 Fragen bekommen. Aber ich denke, es ist schon mal nicht ganz schlecht für den Anfang. Aber da würde ich mich sehr freuen, wenn bis in 10 Jahren dann natürlich noch ein bisschen größer, ein bisschen mehr kommt. Und ja, so hoffe ich, dass es bis in 10 Jahre ausschaut. Und ja, das war es auch für heute schon wieder. Ich hoffe, du schaltest am Samstag wieder ein und bis dann. Tschüss. Du hast es bis jetzt ausgehalten, also kannst du diesen Abspann gerade auch noch anschauen. Ist ganz einfach.
hier unten im Eck, ja, hier, sagen wir mal, hier kannst du mich abonnieren. Hier oben stelle ich dir das vorige Video rein. Hier das meistgeklickte bis jetzt. Und falls es in diesem Video eine Info gibt, ist sie natürlich auch hier oben noch verlinkt. Das war's und ich freue mich bis zum nächsten Mal.